Willkommen zurück zu Mr. Angezockt spielt Hearthstone mit der Solo-Kampagne Naxxramas Fluch. Und heute spielen wir gegen... Es lebt! Aber ihr nicht mehr lange! Thaddeus ist das Ergebnis des grausigen und niederträchtigen Experiments des Konstrukteursviertel. Das ist hier... Todesröcheln ruft Thaddeus herbei, wenn folgenbestimmungsweise Stelek schon tot ist. Ich glaube, waren 8-8er, aber was hat er für eine Fähigkeit? Vertauscht Angriff und Leben aller Diener. Da wird er wahrscheinlich so 0-7. Ne, das macht keinen Sinn. Wir lassen uns einfach überraschen, was er macht. Wir spielen hier auch wieder Mage. Ja, Mage. Dieses Lachen. Versprühe üble Gerüche. Jaina gegen Thaddeus. Aber das Bild vom Thaddeus ist geil. Ich muss gehorchen. Ihr habt es so gewollt. Ja, ihr habt es so gewollt, aber wir haben Scheißkarten gezogen. Die will ich alle nicht. Na, das ist natürlich scheiße mit seiner Fähigkeit. Hallo. Töten! Hallo. Hallo. Töten! Danke. Töten! Also er kann auch nicht mehr. Bringt nichts, den zu spielen, weil er macht mir einfach kaputt. Darum sind wir fertig. Also macht mir kaputt. Ihr werdet jetzt sterben! Ja, toll seine Fähigkeit gemacht, ohne Sinn und Zweck. Aber er hätte mir die weggenommen. Bei dem ist es mir sogar eigentlich recht, wenn er das macht. Macht deine Fähigkeit. Also lebt er länger, macht zwar weniger Schaden, aber Schaden. Jetzt die Frage, wenn ich den Mana-Wurm spiele, ich könnte natürlich... Gib mir eine Quest! Dann... Frage, ob ich, wenn ich jetzt abtausche, weil sonst macht er mir den kaputt. Ich tausche ihn echt ungern, aber ich will halt, dass mein Sorcerer überlebt. Ja, ich hab hier losgelaufen. Ach, hopp, nur zwei. Super. Da kannst du nächstes Mal jetzt wirklich tauschen. So, wir spielen dann... Oh, er sollte gucken, was er macht. Oder er macht jetzt jedes Mal einen Blitzfeuerball, irgendwas direkt schadenmäßiges. Was machen wir gegen ihn? Na gut, er macht jetzt seine Fähigkeit. Achso, er würfelt ja dann damit immer eigentlich meine Stärken hinterher. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich mache jetzt einfach mal direkt auf ihn Schaden. Ja, der wird wahrscheinlich da drauf ein bisschen machen. Ja. Und jetzt wird er mit dem Drachen abtauschen. Bei den Spinnen, das ist ja echt dumm von ihm, muss man einfach sagen. Friert ein, das heißt, wir spielen als erstes ihn hier. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Dann den hier. Friert wir ein. Dann greifen wir an. Mein Mage-Deck. Schade. Hier alle ein. 5 Schaden.
Ich könnte den wegpingen. Jetzt alle einfrieren. Wobei, jetzt könnte ich ihn abtauschen. Jetzt alle einfrieren. Und hier ihm ein bisschen Schaden machen. Das ist irgendwie schon nice mit dem, weil er macht hier verteilt Leben, okay. Das sehe ich jetzt auch nicht als wild an. Sira. Seid ihr für das hier bereit? Weil wenn er jetzt hier nächstes Mal abtauscht, hat er mal ein dickes Problem. Ach ne, gut, er hat eh nur ein Leben. Tja. Junge. Danke. Muss er das jede Runde machen? Ah, diese Heldenfähigkeit muss in jeder Runde eingesetzt werden. Okay. Gut gespielt. Will ich noch großartig irgendwie einen geilen Zug machen? Seid ihr für das hier bereit? So, danke euch! So bin ich zu dir. Ich bin echt ein netter Ich lasse mir diese Dreistigkeit nicht mehr gefallen. Genau, nächstes Mal bist du dran, Kumpel. So. Kampfschrei, bringt euren anderen Diener zum Schweigen. Bringt eure anderen Diener zum Schweigen. Ja, mit so einem Negativkarten-Kreaturen-Todesröcheln-Deck kann ich mir die Karte sogar vorstellen. Aber okay, jetzt kriegen wir noch... Mach die Kiste auf. Zwei Legendär. Ein. Folgen. Und Stelek. Folgens 4-7, Stelek 7-4. Wenn ich quasi beide draußen hatte und einer von beiden dann stirbt, kriege ich ihn hier. Den Thaddeus als kostenlose Kreatur. Sind auch wieder zwei neue Herausforderungen, aber die schauen wir uns wann anders an. Und nächste Woche. Ah, wahrscheinlich bis das Video hier hochgeladen ist, ist das eh schon offen. Spielen wir die Spitze der Nekropole und dürfen dann gegen den Big Boss dran und haben auch alle Karten schon, die wir kriegen sollen. Wir gucken einfach nochmal schnell hier rein. Wir haben die Kriegerherausforderung und die Priesterherausforderung. Da bin ich schon gespannt. Aber das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich nochmal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.